endless Reploid rebellions continue. Humans, however, have begun migrations to the moon, thanks to new technology. Das war doch mal ein geiles Intro. Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zu meinem neuen Projekt Mega Man X8. Von Capcom gemacht, für die PS2, von mir Let's Played, für euch. So, diesmal habe ich es auch richtig gemacht. So. Der Trailer oder die Vorschau oder was auch immer hat schon einiges versprochen. Fangen wir direkt an. Ich spiele auf schwer, natürlich. Und worum geht's denn? The endless Reploid rebellions continue. Humans, however, have begun migrations to the moon, thanks to new technology. This plan is called the Jacob Project, and an orbital elevator was built as part of it. Highly advanced new generation Reploids have been brought to the moon's surface to work. Nicht mal eine geile Autobahn. Mega Man X8. X8. Was auch immer für euch besser rüberkommt. X, I've encountered an accident while on patrol of the orbital elevator. Dispatch rescue mechanoids immediately. Huh? Ui, den kennt man doch. Und den da auch. Und die anderen auch. Sigma? To protect ourselves from damage during the accident, we had to copy a sturdy Sigma body. We new generation Reploids enjoy complete and total immunity to all viruses. So even copying something as dangerous as Sigma provides no risk. Who are you? I'm Luminae,
I'm the director in charge of the elevator and of the Jacob project. Ja, da guckt er nur blöd. Er hat sich wahrscheinlich nur gefragt, dass ein Mann oder eine Frau war. I'm picking up Maverick readings near the Jacob facility. All hunters near Point Galapagos, please dispatch immediately. Roger. Jo. Wer muss das natürlich wieder machen? Der Ex. Ja. Noah's Park. Oder Noah Park, nicht Noah's, Noah. Es ist nicht der Park von Noah, es der Park heißt Noah. X, this new Maverick, its pattern is very unusual. I'd like to do some research on it, so try to pick up plenty of samples. Got it. Okay, Axel, let's get going. Ready when you are, X. When you need Axel's help, call him in with a character change. Better watch out, X. I might just steal your spotlight. You two be careful. I'll send Zero over later to give you a hand. Give me a hand. Ja. Oh mein Gott, haben wir wenig AP. Okay, ich werde jetzt meine Steuerung ändern. Ja. Warum spiele ich Mega Man X8? Warum nicht? Die Bolzung klappt bei meiner Konsole sowieso nicht mehr, aber egal. So, erstmal sprinten, das hätte ich gerne auf L1. Die Waffe wechseln hätte ich gerne hier und hier. Die Figur wechsel. Ach, Kreis wäre Doppelangriff dann. Ist das jetzt so richtig? Doppelangriff. Oder Figur wechseln. Ja, geht schon so. Wie nehme ich das jetzt an? Wie nimmt er das jetzt an? Hallo? So, hat er jetzt angenommen. Gut. Weil springen auf L1 reinzupacken ist irgendwie besser. So, warum spiele ich Mega Man X8? Ich kenne mich eigentlich nicht so mit der Mega Man X-Reihe aus. Die einzigen Teile, die ich gespielt habe, waren Mega Man X4 und den hier. Ja, aber das ist so ein jetzt kleines Projekt, was ich neben Tales of Graces laufen haben will. Was ihr euch übrigens auch angucken könnt. Und so, ja, Kreis ist jetzt. Nee, R1 ist jetzt wechseln, okay. So. Ja. Ich mache schon voll die Sachen und erkläre, worauf schon los ist. Ja, wir spielen X. Ein Maverick Hunter. Der Maverick Hunter. Ja. Nein. Was mache ich denn? Ich kann nicht aufladen. Und ja. Wir müssen dieses große böse Roboter-Dingen finden und so viele Proben wie möglich sammeln, weil es irgendwie komisch fällt. Aber das ist auch, glaube ich, die Story in allen anderen Mega Man X-Teilen. Hi. X, Axel, I've examined the data on that Maverick. Looks like it grabs its opponents and immobilizes them. If you're grabbed by the enemy, call for attack assist and help is on the way. So. Ja, ich habe mir dieses Projekt ausgesucht, weil ich das Spiel schon verdammt oft durchgespielt habe. Und aus familiären Gründen sogar oft dazu komme, dieses Spiel zu spielen. Ja, ich habe familiär gesagt. Aber da möchte ich jetzt nicht so drauf eingehen. Naja. Ich habe mir gedacht, da kann ich locker hier noch neben Tales of Graces reinballern. Das ist schon schneller erledige ich auch. Und ja, das gefällt euch. Hier wird auf jeden Fall Bock machen. Ach, der 1, mein Gott, ich hab geändert. Ich müsste eigentlich locker durch das Spiel durchkommen, auch auf schwer. Also Mega Man muss ich jetzt wirklich nicht erklären, oder? Oder Mega Man X, ich meine, das erklärt von alleine. Cloud's Mannequin, das schießen kann. Mega Man X aufladen kann. Hier kann man zwischen Charakteren wechseln. Wir können zum Beispiel X oder Axel hier wählen. Wie man später gehört hat, kommt aus Hero gleich noch dazu.
Von daher muss ich ja nicht wirklich drauf eingehen. Ich meine, Mega Man, wir kennen nicht Mega Man. I'd like to start analyzing it right away. Bring it to me as soon as you can. Roger, I'm on my way. Axel, I'm counting on you to clean up. No problem, Max. This'll be a snap. Yeah, man. Was geht? Axel, can you hear me? Okay, mit Glück können wir unsere Hilfe aufrufen. Unseren Navigator. Axel, du musst von der Kante herüberschweben, um weiterzukommen. Um zu schweben, drückst du in der Luft erneut die Sprungtaste und halte sie gedrückt. Dann machen wir das hier. Da muss ich jetzt auch noch schaffen. So. Ja, Mega Man muss ich wirklich nicht erklären, ne? Typ, der alles wegballert. Den Bastard. Nicht Bastard, Bastard. Der Roboter bekämpft, die Welt rettet. Mega Man X ist die Story nur ein bisschen anders. Da muss man anstatt hier gegen Dr. was weiß ich, wie der nochmal heißt, Dr. Wily oder Dr. Billy, Dr. Light und so, anstatt gegen den zu kämpfen, muss man ja so 8 Mavericks bekämpfen und in den meisten Fällen immer gegen Sigma kämpfen, da war der Typ, den wir am Anfang gesehen haben, den wir ungefähr 20 Mal gesehen haben. Und ja, die Story kommt ja wohl hier hoffentlich mit. Ja. Der einzige Unterschied besteht hier in dem Teil eigentlich nur, dass man mehrere Charaktere hat. Zum Beispiel hat man hier noch Axel, der hier wie eine Furie einfach rumballern kann. In allen möglichen Richtungen. Und so weiter und so fort. Ja. Jetzt einfach ins Spiel geschehen. So, der Raum ist einfach nur so. Ganz halt nur so machen. Ich glaube, mir Punkt, je mehr Schlagkombo man hat, oder Schlagkombo, desto mehr Metalle bekommt man am Ende in diesem Raum, und Metalle ist hier so die Währung, die Punkte, die kann man für andere Sachen ausgeben später. Also so viel wie möglich davon haben ist schon gut. Wir müssen locker auf 100 kommen. Oder auf 90, da. Jetzt gehen wir ganz viel, ganz viel. Irgendwann mit 50. Glaube ich einfach nicht. So. Jetzt kommt Zero. Think of the pace. This is no time to slack off. You show up late and have the nerve to complain? I can more than handle a few Mavericks all by myself anyway. That's the spirit. Let's move. Give me a hand. Boah, für die Stimme von Zero könnte ich echt jemand anderen abknutschen. Sogar Männer. So. Jetzt erstmal mein Lieblingscharakter, Zero. Bam. Damit dein Lichtschwert hier alles wegbammt. Was mit den Dingern auf sich hat, wird gleich erklärt. So, mit so einem Ding zu kämpfen ist noch stylischer. Okay, jetzt warte, das ist ein mit Kreis, ne? Dann machen wir so. Was dann passiert, erklärt er gleich. So, Zero kann da links nicht so weit düsen. So, jetzt entern wir erstmal die Matrix. Boink. So, und weg ist er. Den Angriff sollte man immer am Ende einsetzen, weil der zieht verflucht viel ab. Ja, und vorhin war dieser Matrix-Anzeige, diese Matrix-Anzeige grün. Erinnert euch daran. Nice work. Now take it and head back, Axel. Okay, I'll leave the rest up to you. So, jetzt spielen wir nur noch Zero. Ja, Zero kann mit dem Schwert kämpfen. Kann sogar Doppelsprünge machen. Nicht so weit düsen wie die anderen beiden. Aber trotzdem, mit dem zu kämpfen, hat er meistens Style. Ja, Zero ist hier der Swagste von allen. Würde ich mal behaupten. Ey. 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 Wow, die Gegner halten, glaube ich, viel mehr auf, als ich gedacht habe. Ja, schwer, okay. Ja, warum ich schwer genommen habe? Weil ich glaube, auf schwer kann man mehr Sachen freischalten. Der Eingang zu diesem Gebäude befindet sich offenbar über dir. Benutze den Doppelsprung, um dort hinaufzukommen. Aber vorher mache ich einen Schnitt, weil wir sind am Ende des Parts gelangt. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Ich werde meinen Spaß haben, ihr hoffentlich auch. Und bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen.